Ich mache einfach straight an und dann frage ich Chat. Chat, ihr seid mein Tech-Support. Ich bin jetzt live. Und ihr könnt mir gerne sagen, ob das gut aussieht oder scheiße aussieht, okay? Sound okay? Das ist sehr wichtig, dass das Sound in Ordnung ist. Das ist sehr wichtig. Wir streamen ein bisschen zusammen, wir quatschen ein bisschen und ich bin gespannt, ob Leute halt auch vorbeikommen. Aber ich sehe vor mir so ein bisschen so Tim und so, Timoros, Timid, die Geister in den Rum, Linda kommt noch, Bröki, Lumi, Tamina und so. Die kommen hoffentlich alle mal vorbei. Können wir alle mal ein bisschen Pläuschen halten. Ich bin am Mittwoch schon da gewesen. Am Mittwoch ist Fachbesuchertag. Yep. Da war es relativ entspannt, tatsächlich. Da gibt es auch ehrlich gesagt nicht viel zu erzählen. Ich habe so ein paar Leute getroffen, die man halt länger nicht getroffen hat und so. Aber an sich war nicht viel los. Man war dann vielleicht noch, waren wir was trinken? Ich glaube, wir haben auch danach nicht so viel gemacht. Selbst am Mittwoch. Wir waren essen. Wir waren nur essen, glaube ich. Donnerstag war dann der erste Tag so. Das hat alles relativ entspannt angefangen. Da haben wir ein paar Leute getroffen. Das war schon mehr, als ich dachte tatsächlich. Da haben schon sehr viele Leute irgendwie immer wieder nach einem Foto gefragt oder haben einen angehalten und so. Und das war echt ganz cool. Und am Freitag hatten wir dann Signierstunde. 2 Stunden. Wir haben gesagt, wir wollen nur eine machen, weil wir, Linda und ich, hatten beide so ein bisschen Schiss, dass wenn wir 2 Stunden machen, dass wir nach 1 Stunde da sitzen und niemand mehr da ist. Aber wir haben dann doch 2 Stunden gemacht und ich glaube, die Schlange zur Signierstunde war 5 Minuten vor der Signierstunde schon komplett weg, also komplett closed. Da durfte sich niemand mehr anstellen, weil es sonst zu viele Leute geworden wären. Ich war so geflasht von dem, was gestern passiert ist. Das wäre ja auch lange nicht vergessen, glaube ich. Da standen die Leute einfach wirklich vom Stand weg bis zum Rand einmal komplett außen rum. Und wir haben die, weil man ja nicht alle Leute einfach so wegschicken will, wir haben 3,5 Stunden gemacht und dann hatte ich keine Lust mehr, weil ich echt dringend auf Toilette musste irgendwann. Und dann hat Linda noch weitergemacht eine Stunde, 4,5 Stunden, glaube ich. Und dann sind wir raus und dann hat das da wieder nicht aufgehört, sondern hat man immer wieder neue Leute getroffen und es war alles ganz cool, aber es war sehr schlauchend. Es kommt die ganze Among Us an mir hier nach hinten. Ja, und die ganzen Nasen habe ich auch getroffen. Hier ist Leon, hier ist Timid. Hier sind alle anderen. Hallo, wie geht's euch? Wollt ihr einfach tanzen ein bisschen mit der Rund? Ich hätte eigentlich sagen sollen, erst ab 17:30. Ich bin ja noch gar nicht fertig hier mit erzählen. Sakuri ist hier, Crunchy ist hier, Franzi ist hier. Wir können echt eine Runde Among Us spielen, so, ne? Gesagt, wir können echt eine Runde Among Us spielen, so, ne? Komplett insane. Es waren so viele Leute im Zug in Köln, ich musste erst mal stehen. Ja, es ist, wie gesagt, heute ist sehr voll auf der Gamescom. Die letzten Tage ging's, aber heute ist wirklich voll. Dadurch, dass es weniger Publisher und Stände und sowas gibt und die Gänge breiter sind, sah es auch die letzten Tage immer ein bisschen leer aus. Aber heute ist so eine Menschenmasse da, ist echt schwer, überhaupt irgendwo hinzukommen. Das ist krass. Mit den Haaren. Ich habe tatsächlich, Sterzik hat mir die hier gegeben und ich habe einfach den hier gemacht. Pass auf. Die hier einmal nach oben. Seht ihr, man kann mich nicht mehr erkennen tatsächlich. Man kann mich nicht mehr erkennen. Ich bin komplett undercover. Ja, die wollen hier anscheinend gerade so ein Gruppenfoto machen und ich muss irgendwie mit drauf. Ich kann doch eben rauskommen, ja? Oh mein Gott. 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 Wie habt ihr mich erkannt? Ich fühle mich gerade wie so ein Affe im Zoo. Hört ihr mich überhaupt, ja? Die hören mich gar nicht, glaube ich. Er hat mir die Kappe gegeben. Mach mal so ein Herzchen rein, genau. Oh. Ja, Sterzig ist nicht immer so zärtlich. Aber er kann das nicht hören gerade. Ich bin, Chat, tut mir leid, ich bin gerade überfordert mit der Gesamtsituation, weil ihr müsst euch vorstellen, ich sitze in einem pinken Glashaus in der Mitte von dieser Halle. Und die Leute stehen einfach alle außen rum und gucken mich an gerade. Die machen hier auf der Seite gerade ein Foto. Kann ich das zeigen eigentlich? Geht das? Kann ich die theoretisch einfach drehen? Ja, ne? Seht ihr, es ist so ein Mix aus Walking Dead und Affe im Zoo. Komm mal an der Seite. Sebastian, du darfst auch kommen. Wie geht's euch? Chat, jetzt dürft ihr, Chat. Jetzt dürft Hallo. Ihr. Hallo. Wie geht's euch? Danke, Leute. Ich warte danke, so. Ja, danke, es ist immer... Ja, wisst ihr, was ein schönes Geschenk wäre? Wenn ihr Blaze ganz viele Subs schenken würdet. Ja, so eine 10. Prime Gaming ist mehr kostenfrei. Nee, so 5er Subbomben. 4 Euro ist nicht viel, Leute. 4 Euro ist wirklich... Ding, 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 wo sind die Subs? Ja, ding, so ein Tier 3 Sub, 50 Euro ist nicht viel. Wo sind die Subs? Ding, 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 ding.
Ja, so, wie fandet ihr die Gamescom bisher? Aufregend. Ich bin komplett overwhelmed von allem. Es war sehr, sehr aber viel. Weil du ein bisschen mehr zu tun hattest, ne? Nein, eigentlich nicht. Ich bin einfach nur viel rumgelaufen. Und gestern war halt sehr viel. Der Fakt, dass jetzt alles so nach 3 Jahren jetzt oder 2 Jahren Pause wieder passiert und so, ist irgendwie voll surreal irgendwie. Das ist so, dass man die ganze Zeit die ganzen Creator trifft und sowas. Ja, das hatten wir schon länger nicht mehr, glaube ich. Ja, ewig nicht. Aber schon, ich habe Respekt davor mittlerweile. Es ist richtig krass. Also ich muss sagen, also für mich ist es jetzt voll gut. Es ist für mich voll durable. Aber ich wüsste nicht, ob ich es aushalten könnte, wenn es immer also mehr und mehr und mehr irgendwie wird. So, weil ich glaube, vor allem, wenn du arbeitest. Ja, wenn du halt arbeitest, du musst halt von A zu B kommen. Ja, so. Ja. Wir waren gerade, nachdem wir uns halt getrennt haben, weil du ja noch da die Pommes weggebracht hast und so, waren wir noch mal in der Red Bull Lounge. Da war halt Monte. Und es war um diesen Red Bull-Ding alles voller Menschen. Und dann war irgendwie noch Elias, dieser FIFA-Ding. Ist das von FIFA? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, damit ist er zumindest so bekannt geworden. Ja, ja. Der ist dann auch so mit irgendwie 5 oder 6 Security-Leuten dann so durch die Gegend gelaufen. Und wurde der so ist ja sogar noch größer. In diese Red Bull-Lounge von hinten rein eskortiert und so. Und dann von irgendwie, dann waren wir einmal ganz kurz auf dem Dach und haben auch schon Leute so Sterzig und so gerufen. Und dann sind wir rausgegangen. Und dann hat eine Person gesagt, Toni, können wir ein Foto machen? Und dann habe ich ein Foto mit der Person gemacht. Ah, wie cool. Being reefed. Ja, nice. Deswegen, ich bin gespannt, wenn die Person dann das Foto anguckt und sich denkt, Moment. Ich habe gerade mega cool gesagt, du willst mir erst verstanden, was du meinst. Ja, ja. Die hat dann gesagt, so, ey, Toni, können wir ein Foto machen? Ich so, ja klar. Geil. Ich freue mich einfach, wenn die Person sich das Foto so anschaut und denkt sich so, hä, irgendwas ist im Moment. Das hatte ich nicht. Ich war mal mit Max und mit Kutscher in einer Bar. Mhm. Und dann ist jemand gekommen und meinte so, hey, voll geil, dass ihr alle hier seid. Und haben allen Fotos gemacht und hat mich so gefragt, so, unlucky, können wir auch ein Foto machen? Dann war ich unlucky me für einen Abend. Perfekt. Ja. Ich war noch nie hier, deshalb wollte ich generell einfach mal wissen, wie es hier so ist. Ja, wie war es denn für dich? Weil bei dir ist es ähnlich wie bei mir, so das erste Gamescom als überhaupt Creator im Endeffekt. Gamescom. Bei dir im Endeffekt auch, ne? Mehr oder weniger. Also die Jobs habe ich halt so natürlich auch nicht, so, weil ich bin ja keine Creatorin in dem Sinne, sage ich mal so. Also dass ich es beruflich so mache. Aber ja, gestern Halle 6 war halt so mein Jobtag, aber ansonsten alles so privat halt. Ja, also ich hatte jetzt ja 2 Signierstunden und so Auftritte. Auch so das erste Mal überhaupt. Und normalerweise jetzt durch Corona ist man ja nur zu Hause und rennt von zu Hause zum Büro, vom Büro nach Hause und immer weiter. Ja. Da kommt es dann halt mal vor, dass man so angesprochen wird, aber eigentlich kann man nicht wirklich das so, also das kann man halt nicht vergleichen mit hier, ne? Ja. Also wir sind halt wirklich, heute Morgen, wir kommen aufs Parkdeck, neben uns ist direkt ein Auto, wo direkt jemand ist, so, ach Mensch, Tamina, alles Gute zum Geburtstag. Ja. Ach, weil so diese ganze Zielgruppe aus Deutschland so ist so gebündelt einfach an diesem einen Fleck. Und du hast vielleicht auch schon erzählt, so, wie häufig man einfach durch den Gang geht und es muss so für 10% sprechen einen an und der Rest ist so, was kann Sterzi? Hörst du die ganze Zeit? Man hört das die ganze Zeit. Das ist dumm. Also, ja. Ist schon extrem. Und es braucht immer nur eine Person, vor allem wenn man so im offenen Fleck steht, es braucht eine Person, die hingeht, damit halt jeder andere kommt. Ja. Und dann braucht man einfach ein bisschen länger. Ich glaube, richtig viele trauen sich zum Beispiel nicht, sich anzuholen. Ja, genau aus dem Grund. Aber sobald der Erste so den Sack aufmacht, die Büchse der Pandora, geht's halt genau los. Das. Hey, Sterzmausi, hallo. Oh mein Gott, hier sind viele Sterzmäuschen im Chat. Hast du einen Namen für deine Community? Die Pinke Armee. Na. Perfekt. Ja. Sind ja auch pinke Soldaten dann. Keine Ahnung, nee, ich habe keinen Namen. Es gibt Kanalpunkte bei mir, die ersten Blesky Points. Die Blesky Points, die guten Blesky Points, die sind wichtig. Blesky. Das war so komplett ironisch, Blesky Points genannt damals. Ja. Jetzt war mittlerweile ist nicht mehr ironisch. Wie war dein Fanmeet? Ich finde es auch immer so. Ich nenne das so unglaublich ungern Fanmeet. Finde ich besser, so, aber ich hasse es auch so Leute Fans zu nennen. Ich sage immer Zuschauer oder Zuschauerin halt. Fan ist einfach für mich ein sehr negatives Wort tatsächlich. Viewer finde ich noch so. Viewer, Zuschauer. Das klingt so obsessed einfach. Ich fand's. Stans. Wir sind halt vorher mal zu dieser Area da gegangen, um uns das mal anzugucken mit Seth zusammen. Du sagst ja. Für euch so, ne? Ey. Er saß, das war so lustig. Ich bin einmal kurz hingekommen, da erzähle ich, glaube ich, kleiner was. Du saßt ja auf einer Bühne oben und die Leute, die dann hochgegangen sind, erzähl selber, ist mega lustig gewesen. Also ich wollte gerade sagen, ich kam da halt so hin und dachte so, das ist halt so, ja, so ein kleiner abgesperrter Bereich und ich sitze halt an so einem Tisch, ne? Ich dachte mir so, ja, aber nee, du bist so auf so einer Bühne mit so 3 Stufen und sitzt da so mega weit oben, hast auch keinen Stuhl. Ja. Du bist da, stehst da halt einfach. Und ich war so, oh nee. Ich bin ja so auf so einem Podest und außenrum sind dann auch alle direkt so. Und alle gucken so. Ja, war auf jeden Fall heftig. Die erste Autogrammstunde war so,
da mussten halt dann auch irgendwann die Tore hinten zugemacht werden und dann wurden auch Leute weggeschickt so, weil es war halt übertrieben viele Leute da, also war alles voll. Ich dachte noch so, das sind so noch welche von Bless und von Sepp, der war vor mir da und nee, die waren halt alle von mir da und ich war so, holy shit. Das hat auch irgendwie auch eine Stunde länger gedauert als gedacht. Und da kommen die nächsten. Das ist nicht für dich, Brücki. Ja, es hat auch Herr Brückmann ist hier. Herr Brückmann ist hier. Der Brücki. Ja, ey, wirklich. Ja. Das ist hier, was hier passiert in diesen Heiligen Hallen. Ja, wir sind gerade die Affen im Zoo. Crossover. Wirklich. Kannst du mal reinhauchen und so ein Herz draufmalen? Hat er nicht gehört. Ist egal. Dann ist egal. Trill hat auch angestanden, ist nach 25 Minuten gegangen, steht da. Ja. Trill hat gestreamt und stand da hinten drin und ich hab gesagt, kannst gleich ran, aber dann waren ganz am Ende so ein paar Mädels aus Lindas Chat da und die haben ein bisschen länger gequatscht und dann kam Trill leider nicht mehr dran. Ich kann mir auch voll gut vorstellen, so, also ich glaube, dass ihr ja auch mit so Maluna oder Maxify so voll überlappende, teilweise so Zuschauerinnen habt oder so teilweise zumindest. So von so, weil ihr alle so eher so Richtung Holz haben und sowas, sag ich das, mal. Das kann sein, aber ich bin mir auch nicht sicher. Ich kann mir voll vorstellen, dass manche bei Maxify Maluna waren und sich dann direkt wieder hinten angestellt haben für euch quasi. Das kann sein, ja. Kann ich mir das gut vorstellen, sein. Dass da dann auch so ein bisschen Überschneidung quasi war. Das ist hier, Alter, voll gut, jetzt haben wir das eine, jetzt können wir uns direkt anstellen fürs nächste. Ich glaube, Maxi ist ein bisschen jünger tatsächlich. So. Bei Linda weiß ich es nicht genau, bei mir sind die Leute mittlerweile ein bisschen älter geworden. Die sind sehr schnell gealtert. Während Among Us waren die Leute auch teilweise noch ein bisschen jünger, aber wenn ich jetzt auf Analytics gucke, YouTube zumindest, sind die Leute schon, ihr seid schon stinkalt tatsächlich. Weil ich glaube, dass die Leute beim Chat stinkalt sind. Manche Leute haben so Kinder und so. Alte Knacker hier. Wie alt seid ihr denn alle? Schreibt mal rein. Yes. Schön Chat-Interaktion, sehr gut. Ne? Wo du gerade dabei bist, ein paar Subs? Ja, die sind schon, ja, es ist. Ja, aber das Ding ist. Das Problem hier ist halt, dass es immer verfälscht, weil hast du dir, als du weniger als 18 warst, nicht auch einen 18-jährigen YouTube-Account gemacht? Jetzt guck doch mal. Tamina, mega schlau. Das habe ich natürlich gar nicht. Ich dachte, die Leute haben alle. Nee. Ja, Durchschnitt Mitte 20. Ja. Anfang Mitte 20. Aber war der zufrieden so im Großen und Ganzen? Voll. Weil ich habe vorhin schon gesagt, die ersten Tage kam es mir ein bisschen leer vor. Ja, aber ich muss sagen, ich mag das. Ich mache das. Also, ich fand das jetzt. Für mich war es irgendwie nötig, wenn man so von Tag zu Tag so ein bisschen sich steigern konnte. Ich glaube, wenn ich jetzt beim ersten Tag reingekommen wäre und das wäre so voll gewesen wie heute, dann hätte ich mir noch mal zweimal überlegt, ob wann oder wie oft ich und wie viel ich da zur Messe gehe. Deswegen war das, glaube ich, so ganz, ganz angenehm, so ein bisschen, um wieder jetzt reinzukommen. Ich glaube, nächstes Jahr sieht die Welt dann auch noch mal anders aus. Und dann ist auch noch mal vielleicht wieder mehr Stände. Twitch Prime ist auch richtig klasse. Twitch Prime? Ja. Na, erzähl doch mal. Ja, erzähl mal. Also Twitch Prime ist im Prinzip, wenn du dein Konto auf Twitch mit Amazon Prime verbindest. Aha. Interessant, und dann hast du tatsächlich einen mehrkostenfreien Twitch-Sub. Ja, das ist ja krass. Wenn du auf deinen Abonnieren-Button gehst, unterm Stream, dann sollte da irgendwo Prime-Sub stehen. Ja. Und den kannst du anhaken und dann subst du. Das sollte man mal testen, finde ich persönlich. Also guck doch mal, ob das so bei euch ist. Also, ist es bei euch irgendwie? Sebastian, danke schön, dass du meinen Chat gefüllt hast mit Prime Gaming. Subs. Das ist ganz, ganz wichtig. Dieser Mann, warst ja im Endeffekt, du hast ihn ja angestoßen dazu. Ich danke euch beiden. Hier für euch. Ciao. Und Sebastian, wir müssen mal wieder, können auch mal was zu dritt aufnehmen. Oh, wir so wollten schon lange wieder hier so Banana Bread machen. Willst du die Kappe behalten? Ja, erstmal. Ja? Nächstes Mal. Ich hoffe, ich kann dir die heute noch zurückgeben. Ich weiß ja nicht, ob wir das können. Ich hoffe, aber ich würde die jetzt erstmal aufbehalten, wenn das okay ist. Finde ich schön. Guck dir meinen Unterarm an, ich kann hier so richtig zudrücken. Hast du einen Unterarm? So Leute, komm, eins hat noch. Jetzt haben die extra nicht, habe ich recht? Ja, jetzt machen die echt extra nicht mehr. Na komm, das ist ja jetzt... Hilfe, Chat. Okay, ich glaube, ich muss einen Zappen. Ja. Unangenehme Situation gerade. Ja, ich mach das kurz, warte. Ich schüttel übrigens schon gar nicht mehr aktiv, das macht wirklich nur Sebastian gerade. Warte, ja, die machen das jetzt extra nicht. Diese Kackbums. Ich habe mich da auch selber reingeritten. Oh, da ist einer. Der Elki, danke, dass du mich erlöst. Legende. Besser ist es. Hau rein, Sebastian. So, hallo? Da ist er ja. Commander Brückmann. Da schiebe ich die Kamera sogar direkt. Ist ja weniger als geplant, ne? Also wie ursprünglich angekündigt. Ja, ich habe eh nur zwei Plätze tatsächlich.
Das ist super. Da passt dann. Das ist okay. Wie geht's dir? Wir hatten gerade einen Auftritt. Was hast du denn gemacht? Ich habe da Hardware zerstört mit dem Hammer. Ah, ist diesen PC-Kaputtmachstand, genau. Ja. Es wäre auch ziemlich cool gewesen, wenn ich nicht die falsche Ausrüstung gewählt hätte. Weil du musst nur Sicherheitskleidung tragen. Ja. Und ich habe quasi so einen dicken Helm gereicht bekommen. Ja. Und der dicke Helm in Verbindung mit meinem Blaumann, weil ich ja in Rolle war, für Eintracht Spandau, hat die Sache dann zu einem 50 Grad Gefühl, also 50 Grad Abenteuer gemacht, wo ich da stehe mit dem Hammer und mich aktiv bewegen muss. Ich wollte nur noch sterben. War ja, aber immerhin war es heute und nicht vor 2 Tagen. Das, so, weil auch, das auch, ja. Für Kontext, gestern und heute geht's. Ist auch für die Messe sehr angenehm, finde ich. Ja. Tage davor bist du geröstet worden, wenn du 2 Minuten in die Sonne gegangen bist. Ich weiß nicht, was das gerade für ein Sound war, aber hier ist ein bisschen lauter geworden gerade. Was hast du sonst noch heute gemacht, außer PCs kaputt hauen? Gar nichts tatsächlich, weil ich die Gamescom nicht so mag. Also ich gehe jetzt nicht als Fan über die Gamescom. Ich mache nur noch Jobs. Also ich habe keinen Job mehr, aber... Aber dann stelle ich die Frage um, was hast du denn die Tage über auf der Gamescom gemacht? Wann kam ich denn an? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ich habe dich doch am Mittwoch... Wir waren am Mittwoch schon essen zusammen, oder nicht? Waren wir? Ja, klar. Wir waren doch hier Burger essen. Das war ja, doch Mittwoch klar, schon, oder? Ja, Mittwoch schon. Ja. Xbox ist hier so, aber dann Nintendo und so. Also ganz viele Sachen fehlen halt einfach. Mhm. Lumi, setz hier zu. Hallo. Ich muss das hier offen, das ist ja voll geil. Ja, kannst du aber reinlaufen. Wir lästern gerade über die Gamescom. Ah ja, quasi. Da bin ich dabei. Wir haben nur 2 Plätze, das passt. Du warst ja auch hier. Nee, du warst nicht jeden Tag. Du warst Donnerstag nicht hier, ne? Nee, nur Donnerstag war ich nicht hier. Jeden Tag war ich alle Tage. Du hast wahrscheinlich auch viele Schritte gemacht und bist... Also ich weiß es von mir, ich bin mittlerweile sehr... Ich bin im Sparmodus mittlerweile. Mein Corona-Husten kommt wieder hoch die ganze Zeit. Der ging bei mir übrigens nie weg. Ich habe so Husten seit 4 Monaten. Das ist so... Also wann war das? Fuck. Vor 3 Monaten, glaube ich, ne? Monaten? Nein. 2 Monate. Ja, Juni. Mein Husten geht einfach nie weg. Immer wenn ich spreche, dann wird der schlimmer. Und wenn ich meinen Mund halte, dann geht er weg. Sieht cool aus, ne? Hast du die mitgebracht oder ist die hier? Nee, Elgato. Mein Partner Elgato hat hier übrigens dieses komplette Setup einfach hingestellt. Glaube ich zumindest. Aber ganz viele Sachen sind hier von Elgato. Deswegen gehe ich stark von aus. Da ist das Stream Deck. Sieht tatsächlich gut aus dafür, dass es keine, ja, hier nicht so eine Spiegelreflex ist, ne? Ja, finde ich auch. Also besser als die meisten Streaming-Gelegenheiten auf Cons. Ja, weil viel besser. Das ist immer richtig trashig, also hier ist auch voll der schöne Winkel und Licht und alles. Mhm. Das Gute ist halt, dass es hier sehr abgegrenzt ist. Ja. Wenn ich irgendwo in einer anderen Halle wäre, hättest du da Bock drauf oder hättet ihr da Bock drauf? Weil ich bin mir hier am Anfang schon, wenn die anderen Leute rumlaufen, und das ist ja alles ein Spaß, ne? Und man kommt sich schon so ein bisschen vor wie so ein Äffchen im Zoo. Ja, ja, voll. Ja. Also es gab ja die Möglichkeit, da bei Sega zu streamen, bei TwoCoin Campus. Aber ich habe auch gesagt, nee, mach ich nicht. Also, vor allem nicht unbezahlt so, aber es ist einfach sau laut. Die Qualität ist meistens scheiße so. Also für die Viewer. Mhm. Und man guckt halt voll rein. Also alle Leute kommen halt dahin und gucken dir dann so zu. Und das ist merkwürdig, wenn Leute einem so in Person zu gucken. Ja, das wäre, ja. Sag mal, bei der DreamHack gestreamt. Da gab es so eine Streaming-Area bei der DreamHack. Und das war so ein Rondell quasi, wo ganz viele Streamer gestreamt haben. Und die Viewer konnten actually fast bis in deinen Stream reingreifen so. Und einfach direkt an dich ran. Was? Und wollen dann so Fotos von dir haben, während du da streamst und zockst. Mhm. Also ich hab zumindest gezockt. Mhm. Das war sehr weird. Ja, ich war auch mal bei der DreamHack Leipzig in dieser Streaming Area. Ja. Da war die noch so an der Wand, da war das so eine Reihe quasi, wo so ganz viele Leute saßen. Ich bin da, glaube ich, irgendwie mit Fischkopf gewesen, mit Max, also mit Hand auf Blatt. Ja. Und ich saß neben Hand auf Blatt und da war dann auch mal so eine Bubble aus drin und ich saß daneben so im League gespielt, weil es ein bisschen gestreamt. Ich bin aber auch so richtig, also. Hallo! Ich bin so auf der Gamescom. Sorry? Twitch? Ja. Yeah. Yeah. You are realizing the whole convention? Okay, das ist ein bisschen laut wahrscheinlich. Durchs Glas hört man tatsächlich nichts. Are you IRL streaming the entire convention? Kinda. Hello. Hello, how's it going? Hello. Hello, people. Just talking a little. Hello. Where are you from? Germany. Germany, yeah. So German streamer. Yeah. Oh, can I ask you what's your content? Like main content on Twitch? Variety. Variety? Everything, basically. Oh. But mostly gaming and PC? It used to be more gaming, but it shifted to just chatting and... Oh, I see, interesting. Variety games, basically. Mm. Nothing too competitive. What kind of games did you mainly play before? Among Us. Ah, Among Us! The typical Among Us, yeah. I mean, that's basically the content creator space, right? So. Maybe because I don't know many of European streamers. Most of the streamers that I know from most of North America. Yeah. Mm-hmm. So
here, I don't know anybody, kind of like that. Yeah. We've and I'm known so sorry. Can you introduce time. Yourself? I'm not a streamer. I'm not a streamer. I'm just a friend of those two, but I'm not a streamer. To be honest. I'm not a streamer. Yeah. Sorry. So, janitor. I'm a little bit overwhelmed I'm a janitor. I'm not good at interacting with new people, and I'm trying my best. Oh, I'm even worse. Okay. Ich frage mal, wie wir haben, ne? Na klar. Okay. Willst du mir vielleicht so eine Limo bringen? Ja. Geht das? Klar. Das wäre super. Oh, and you. Dankeschön. So, thanks for a nice both of you. Yeah. Thank you. Have a good time in Germany. Yeah. Have a nice time. Maybe nice to see you soon again. Yeah. Have fun. Bye. Nice meeting you. Bye. Der arme Brückmann. Ja, wir haben Daniel Brückmann verloren, leider. Scheiße. Das war unerwarteter Smalltalk mit IRL-Streamerin. Jo. Sorry for bothering, but let us go on. It's all good. Hey. I enjoyed the Smalltalk. It's all good. So, was für ein Zufall. Ja, da bin ich wieder. Da bist du wieder. Aber jetzt bist perfekt du in meiner Limo. Ich wollte gerade sagen, ich würde euch langsam wahrscheinlich wieder erlösen. Ja. Ich würde Linda wahrscheinlich dann irgendwann dazu holen, weil es sei schon. Es sind nur noch 1,5 Stunden. Aber ich weiß nicht, ob Linda überhaupt schon da ist. Ansonsten könnt ihr vielleicht Tim mal reinschicken, falls er noch da ist. Ich weiß nicht, ob der noch hier ist. Tim Horus, ja. Ja. Stehen wir auf. Der sind wir hier? Bestimmt. Ja, bestimmt. Wir finden schon jemanden, den wir reinschicken. Ja, glaube ich auch. Der gerade da ist, ja. Aber Tim Horus ist, glaube ich, wir finden safe jemanden. Vielen Dank, gut, Herr gut durchgehalten, während einer unangenehmen Situation für dich. So kann man übrigens auch Kalorien verbrennen. Das hat Sterzi gerade schon mit mir gemacht. Auch 5 Minuten die Hand geschüttelt. Aber du musst ja halt irgendwann aufhören. Und gewartet, bis jemand Prime Gaming abonniert. Ach so, ja, das finde ich auch. Ich danke euch, ja. Alrighty, danke. Wir sehen uns. Dankeschön. Tschüss. Nee, ich fand's ganz süß. Ich war anfangs ein bisschen verwirrt, das hat man gesehen. Aber also hier als Yui, glaube ich, reinkam, ich war anfangs ein bisschen verwirrt. Aber danach hatten wir ein ganz süßes Gespräch. Fand ich nicht schlimm. Hallo, ja, kennst du Yugi? Yugi? Ja. Ja, Yu-Gi-Oh! Oder nicht? Nee, koreanische Streamerin. Yugi? Ja. Nee. Hi. War gerade bei uns drinnen, hat mit uns ein bisschen gequatscht. Ach, koreanische Streamerin. Genau, ist hier so ein bisschen am Rumlaufen. Mit dem Cat Ears und so? Tim, wie war Gamescom bisher für dich? Du warst ja auch schon öfter hier, ne? Ich war tatsächlich 2014, 15, 16, 17, 18 Gamescom. Mhm. So. Und dann halt ausgesetzt, jetzt ja 4 Jahre, basically. Und diese war super crazy, fand ich. Also, ne, als ihr eure Meet and Greets gemacht habt. Weil du jetzt so viele Leute kennengelernt hast, die du jetzt das erste Mal triffst, oder? Ich bin ein bisschen overstimulated, muss ich sagen. Ich weiß nicht, dir geht es sicher ähnlich so. Das sind vielleicht ein bisschen viele Eindrücke, verschiedenste. Es ist natürlich einmal, wie viele Leute man jetzt in den 2 Jahren kennengelernt hat, ne, im Stream, wie viel wir zusammen gemacht haben und so. Mhm. Die mal zu sehen, ein bisschen zu quatschen, auch mal am ersten Abend, an dem ich gekommen bin. Wir waren was essen und danach haben wir Handys weggelegt und in der Bar haben wir einfach ein bisschen gequatscht. Das war richtig toll so. Solche Momente miteinander zu erleben war super nice, fand ich. Und ja, natürlich ganz viele Zuschauer zu treffen, das erste Mal. Für mich so das allererste Mal so richtig. Für dich ja auch so das richtig erste Offline-Event, oder? Wie war das für dich? Als Content Creator? Ja, genau. Ja, als Content Creator ist es für mich das erste Event. Ich habe das in meinem Chat natürlich, ich habe mit den anderen Leuten über ähnliche Themen geredet. Also, sprich, ja. Es wiederholt sich. Ich wiederhole mich jetzt natürlich, aber ich habe meinen Chat vorgewarnt. Ja, ich versuche eine Antwort zu geben, die mein Chat so noch nicht gehört hat. Das ist ein bisschen leichter. Mhm. Hatte ein bisschen Schiss davor, dass gar nichts kommen wird. Ja. Weil das natürlich ein bisschen traurig ist, wenn man halt denkt, man trifft da mal ein paar Leute. Ich wusste nicht, ob ich es überschätzen oder unterschätzen werde. Ich habe es sehr, sehr hart unterschätzt tatsächlich, wie krass das wird. Chris konnte heute sich nicht bewegen auf den Gängen. Das war wild. Ich wollte von einer Halle zur nächsten laufen und alle 3 Meter kam eine Person, die hat sich getraut. Und dann kommen natürlich immer noch 8 andere. Worüber ich mich übel gefreut habe, aber was natürlich irgendwann ein bisschen anstrengend wird. Vor allem, wenn man halt nicht so eine super große soziale Batterie hat. Du kennst mich, ich bin relativ schnell leer. Mhm. Ich kann das geballt raushauen und dann ist es auch relativ schnell auch wieder vorbei. Emotionally leer, körperlich nicht. Ne? Also selbst wenn du körperlich im Arsch bist, machst du weiter. Aber ja, emotionally voll. Ich habe so viele Leute getroffen und so viele Leute haben ein Foto gemacht und irgendwann war ich halt einfach, ich bin mittlerweile schon so ein bisschen bei Null eigentlich. Bisschen bei Null, ja. Ja, wie war es bei dir? Ja, ich hatte gar keine Termine. Du hattest ja auch eher wenig Termine. Sehr wenig, deswegen, ja. Aber da hatte jeder Creator hatte relativ wenig. Es gab ein paar, die haben viel zu tun gehabt, aber der überwiegende Großteil war hier nicht wirklich beschäftigt auf der Messe. Mhm.
Also ich habe mich konzentriert, so ganz viele aus der Gang zu treffen. Leute halt zu sehen, die wir jetzt kennengelernt haben über die 2 Jahre. Das erste Mal zu sehen, zu quatschen, sich mal auszutauschen, mal über Sachen zu reden, über die man vielleicht nicht so on-stream mal redet, einfach privat mal ein bisschen so. Wie geht's da so ab und so? Sich da auszutauschen und so, das war so toll. Also, als ich zum Beispiel auf Schuh zugerannt bin, so, das war eigentlich auch absurd. Gestern Schuh gesehen, raufgerannt, umarmt und dann mussten beide aber direkt weiter so und dann heute ein bisschen gequatscht. Also solche Momente, das war so mein Highlight auch einfach so. War ganz lustig, bei der Signierstunde habe ich ein paar Mal signiert und da stand so ein Gekritzel drauf und ich habe nicht gerafft, was das sein soll. Ne? Ja. Dachte mir so, wer hat da unterschrieben? Und dann habe ich so gefragt, wer ist das? Und er hat gesagt, Tim Hoos. Oh nein. Ich habe nicht gerafft, was das heißen soll. Pass auf, ich habe meine Unterschrift so gemacht. Ich habe den T-Strich oben gemacht, habe da 2 Katzenohren drauf gemacht, dann das T weitergemalt und dann IM und ein H. Ja, gut. Aber ich schreibe auch wie ein Dreijähriger. Leon hat so ein Buch. Hast du da auch reingeschrieben? Ich bin viel besser geworden. Ich habe nie Vlesk als Unterschrift irgendwo aufgeschrieben. Ich bin echt gut geworden im Verlauf des Tages gestern. Ich möchte meinen, das kannst du natürlich nochmal judgen, wenn man das irgendwo sieht, ich bin auch besser geworden, weil deine Kritik habe ich mir natürlich zu Herzen genommen. Ich dachte, ja, die Katzenohren sind es nicht. Ja, dann Katzenohren auf dem Tee, die waren es nicht. Muss ich die vielleicht woanders hin machen? Oder weg, ditchen? Ah, einfach weg. Einfach weg. Ach Mann, ey. Tim Homie. Einfach drauf. Ich würde mit dir gerne, auch weil ich das mit jedem aus der Gang gemacht habe, einen TikTok aufnehmen. TikTok? Stream. Und zwar mit einem High Five. Das ist nur ein High Five geben. Das wird richtig gut. Ja. Das machen wir. Jetzt oder was? Ich habe überlegt, wir können es auch on-stream machen, wäre vielleicht lustig. Ja. Aber wir können es auch nachher machen. So. Ja, dann macht er jetzt. So wie Live-TikTok-Aufnahme. Du kannst Carla geben, oder? Ich kann einfach hier kurz. Carla, wofür wird man denn bezahlt, ne? Zähl runter, würde ich sagen. Okay. Ja, roll einfach und du schneidest das raus. Genau, ich schneide es raus. Ist easy, lass einfach rollen. Okay. Hat man ihn erkannt? Liebe an Mod, liebe an Carla. Mods hätte oben. Carla. Es ist nicht nur ein High Five, es ist das High Five. Überleg mal, wie wir angefangen haben. Als ich das erste Mal bei Chris in der Among Us Lobby war und ich so zusammengeschrien wurde, dass ich den Double Kill nicht verstehe und sowas, was war so lustig, ey. True Flesk, so ein Fiesling gewesen. Was? Anima, wegen dieser Story, dass du mich zusammengeschrien hast mit dem Double Kill. Als ich das erste Mal mitgespielt habe. Nee, jetzt pass auf, wir haben ja angefangen. Ich war damals PR-Berater von Power of Evil. Da haben wir uns nicht kennengelernt, aber da haben wir das erste Mal so richtig was miteinander gemacht. Und da habe ich Tim geholt, damit der ein Video filmt für uns. Ja, da das erste Mal. Nee, wir haben uns auf einer Spandauer Party irgendwie mal gesehen. Das erste Mal. Ich weiß es nicht mehr genau, wo wir uns. Ja, das war lustig. Da sind wir immer dann. Irgendwo bei Niklas oder so wahrscheinlich. Da sind wir dann immer zurückgefahren nach den Drehs. Und dann sind wir irgendwo in Berlin gehalten, haben Fotos gemacht. Ja, weil ich damals jeden Tag einen Instagram-Post hochgeladen habe, die wo ich OGs so wissen's noch. Ein Tagebuch geschrieben habe im Endeffekt. Look at this, Lumi und Tim Hoos. Hier ein Tim Hoos Sticker und ein Lumi Sticker hinten drauf. Lumi hat schon ein bisschen bessere Tage gesehen auf jeden Fall. Das coole, Linda hat schön Katzensticker verteilt, richtig süß. Und ich habe so einen Emote-Sticker verteilt an jeden, so, den ich getroffen habe. Habt ihr Dalu getroffen? Wir haben den echten und den Fake-Dalu getroffen, oder? Stimmt, es gab du hast Fake. Nicht, du hast nicht den echten getroffen. Ich habe Dalu verpasst, weil ich erst am Donnerstag gekommen bin. Ich habe mit Dalu gequatscht ein bisschen, ja. Ja, da bin ich ein bisschen sad, dass ich ihn verpasst habe. Sonst habe ich alle gesehen, wo ich richtig happy drüber bin. Mhm. Den hätte ich gerne, weil den sieht man ja nicht oft. Ein Dalu geht nicht oft raus. So, Matteo hat mich gerickrollt, so. Den das stimmt gar nicht, glaube ich. Dalu geht schon. Also der ist halt nicht alle Tage auf der Messe, aber der. Ja. Der war, Dalu war da. Dalu hat sich auch mit sehr vielen Leuten getroffen so und hat auch so Streamer-Treffen organisiert. Ich habe das Gruppenbild gesehen, das war cool. Ja, und war sehr höflich und nett. Dalu ist ein guter auf jeden Fall. Der Fake-Dalu war auch ein guter. Der war auch nett, ja. Der war auch ein guter. Es gibt einen Fake-Dalu. Ja, am Tag danach war dann ein deutlich kleinerer und schlankerer Dalu am Start. Auch blonde Haare, Benenner. Und diese das Kette, war der Fake-Dalu das quasi. War das Ding, dass er diese Kette hatte, die Dalu immer trägt. Mhm. Das hat es nochmal richtig gestolt. War das nicht sogar diese Yu-Gi-Oh!-Kette? Ja, ja. Hast du dieses Eye of irgendwas? Genau, das Eye of dieses Ding. Auge? Und dann hat er diese Kugelkette, die Dalu auch immer trägt. Mhm. Ich bin so rumgelaufen. Dich erkennt man ja von 10.000 Metern Entfernung. Ich bin so rumgelaufen, das Problem ist, ich bin halt wirklich trotzdem sehr pink heute. Genau. Dich erkennt man sofort. Ich habe sogar die pinken Treter an. Ah, nice.
SK. Ein Geschenk bekommen. Von SK Gaming, ja. Aber ich glaube, Linda, wenn ihr jetzt vielleicht nicht zusammen rumläuft, ist ein bisschen unscheinbarer. Hat sie da ein bisschen mehr Glück durchzukommen? Wahrscheinlich, ne? Die wird schon auch angequatscht, ja, aber... Ja, ich glaube, ich bin schon sehr auffällig einfach. Ja. Ich glaube, das stimmt schon. Ich bin, denke schon sehr, sehr, sehr auffällig. Voll. Also du hast dich auch so ausprobiert, style-mäßig, so nice. Also alles ja so, ne? Also... Ja, schon vorm Stream. So, schon vorm Stream. Ja, genau. Ja, wobei ich war, glaube ich, Chat, ich war anfangs, als ich mit Among Us angefangen habe, so, als ich wieder angefangen habe zu streamen, war ich noch brünett. Stimmt, ja. Ja. Ich will dich nicht rausschmeißen jetzt. Nee, aber willst du vielleicht trotzdem mal zum Anfang von diesem Aufzug gehen? Bei Linda gucken. Und gucken, dass Linda hier auch ordentlich reinkommt, so, dass wir mir recht lieb. Ich schicke Tim jetzt weg, nicht weil ich Tim nicht hier haben will, sondern weil ich will, dass Linda da ordentlich reinkommt. Sie ist wahrscheinlich eh gleich da und findet das wahrscheinlich auch selbst, aber ich. Hab keine Lust, dass sie dann irgendwie 5 Minuten rumirren muss. So, da ist Linda. Hello! Im Undercover-Outfit, ich hab die Cam, ich hab die einfach aufbehalten jetzt. Ich kann ihn übernehmen. Ich würde Tim ganz kurz, Tim, setz dich mal ganz kurz hin. Ich habe Linda sicher hierher gebracht, Chat. Es war meine Aufgabe. Ich habe diese Aufgabe mit Bravour gemeistert. Wir können jetzt ein bisschen quatschen, lästern, einfach cool sein miteinander. Warum spreche ich hier gerade so wie in einer was? Schuschu, Leute, war so betrunken gestern. Es war so witzig. Ich kann euch mal eine Sprachnachricht vorspielen. Ich weiß nicht, ob Matteo das gemacht hat. Weil wir haben Matteo versucht anzurufen und als wir versucht haben, Matteo anzurufen, ist er halt nicht rangegangen. Und Schuschu ist halt betrunken gewesen und sauer geworden dann irgendwie. Und dann ist diese Sprachnachricht entstanden. Sekunde. Ich spiele euch die mal vor. Und wir haben so einen Lachflash bekommen, als sie das aufgenommen hat. Ich kann nicht mehr, wirklich. Das war das Lustigste ever. Mehr Gossip bitte. Okay, pass auf, was habe ich noch zu erzählen? Ich hab erzählt, wie drunk Schuh war. Es gab nicht so viel Gossip eigentlich. Schuh betrunken, oder was? Schuh war so betrunken. Hast du die Sprachnachricht gehört, die sie mal in Theo gesendet hat? Doch, das haben wir schon überall, habe ich im Vlog erzählt. Weil wir haben versucht, Matteo anzurufen und der geht natürlich nicht ran. Ist cool, ja Matteo. Wenn du das hier siehst, ich würde das nicht on Stream abspielen. Das war jetzt alles Tim. Scheiße. Bitte sag das nicht, Schuh. Mann, ich dachte, das wäre cool. Ja. Ich hab's Chat gerade schon gesagt und ich sag's auch dir. Ja, Abmoderation. Meine soziale Batterie. Ist für die Wert. Hat sich schon wieder gerade. 3 Stunden Stream ist mir zu lang. Aber wir haben coole 2 Stunden gehabt tatsächlich. Es war schön, dass du hier warst, Tim. Ja, hat mich gefreut. Es war schön, dass die anderen Leute hier waren. Es war schön, dass Yugi aus Korea hier war. Aber ich mache jetzt wieder aus. Das war das Gamescom-Update. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Und ich hoffe, wir sehen uns, wie gesagt, nächste Woche wieder regulär.